denn jetzt nun Wein bekommen und Tee. Ja. Wie wär's, wenn ihr den Tee einfach mit dem Wein zubereitet? Da habt ihr beide was davon. Also, dass wir parallel warm-kalt trinken, oder was? Ja, einfach statt den Tee mit Wasser einfach mit dem Wein aufgießen. Ach so, ja. Das können wir natürlich auch machen, Dings hier. ne? Dingens hier, Bummens. Ja. Oh Dingens Mann. crashen. Voll cool. So. Voll cool. Der Kinder voll hin und weg. Warte mal, ich komme Tom kurz mit seinem her. Avengers. Glühtee. Ja, mein Kettenluder. Genau, Glühtee. Glühtee, genau. Ich trinke Glühwein auch nur noch von glücklichen Glühen. So. Alles wieder rein. So. Ich Was würde mich aber von gleich mal. Lüli Ich würde mich aber mal gleich ganz Kühn? kurz wegmachen, dass ich mich erstmal um meine Ernährung kümmern kann. Ja. Hallöchen, Gunnar. Na? Schön, dass du da bist. Und dann können wir sonst noch ein bisschen auf der Porsche. Wie gesagt, ich mache einen ganz, ganz kurzen Break und bin dann gleich wieder für euch und so, ne? Geil. Ich lasse euch aber mal tonmäßig laufen, damit die anderen bei mir hier was zum Hören und zum Lachen haben. Danke, Baltram. Oh, bis gleich. Ja. Ja, was Schnelles. Was Schnelles, Baltram. Und was schnell ist, dann natürlich wieder Toast. Und mir gibt's immer Toast, wenn ich irgendwie streame. Ich hätte mir auch noch mal so eine Lasagne warm machen können, aber mit Besteck während dem Stream zu essen, ist so ein bisschen. Weißt du? Oh, lecker, Baltram. Oh, ich hoffe, ich kriege am Wochenende endlich mal eine Pizza. Ich will seit einer Woche Pizza. War doch, glaube ich, ne? Nee, warte mal, was war am, Do am Dienstag war Pizzatag, ne? Da haben wir am Dienstag haben wir nur von Pizza gesprochen. Danke, Gunnar. Muss auch mal gemacht werden, ne? Nach ein paar Stündchen und so. Dein Weib will Pizza. Aber Baltram, das Spiel, was wir am Dienstag gezockt haben, das musst du unbedingt dir auch mal antun. Ich werde das auch noch mal im Stream spielen, weil da bin ich noch nicht fertig mit. Wein, Vibe und Gesang. Ja, mach das, Baltram. Super geil. Heute gibt es Spaghetti Bolognese und morgen Hähnchenmedaillons in Pfeffersahnesoße mit Reis. Boah, Kracker. Das könnte ich beides gerade essen. Ich habe ja schon mal gesagt, manchmal komme ich einfach nicht drauf, was ich kochen soll. Ich glaube, wir bräuchten so einfach in Discord so einen Kanal, wo man einfach Dinge reinpostet, was man jetzt so geplant hat, so den Tag. Und vielleicht ist da irgendeine Inspiration dann für einen dann eben auch dabei, ne? Manchmal kommt man einfach nicht drauf. Ach so, Baltram, ja dann, go. Nee, musst du auch nicht, Gunnar. Musst dich doch nicht dafür schämen, nö. Ah-ah. Wenn es so ist, dann ist es so. Und da wollte ich gar nicht langfahren, ich Depp. Ich wollte ja gar nicht in die. Aber die Wüste ist ja auch gut zum Looten, oder?
Chiwapchichi-Reis, auch geil. Ja, Mann, Kate, viel Spaß im Lörg. Komm her, bekommst du was ab, ja, Mann, Baldram. Und hallo, Kelly, servus. Rührei mit Räucherlachs ist auch geil. Ein gemischter Salat ist auch lecker. Aber auf so einfache Gerichte, manchmal denke ich einfach zu groß. Muss ja nicht sein. Auch sowas wie Strammer Max oder sowas ist einfach nur lecker, ne? Oder ein bisschen Leberkäse. Fisch darfst du nicht, Baldram. Oh oh. Nur manchmal. Bei Festen. Also im Restaurant oder so. So ging das immer meiner Schwiegermutter. Aber mein Schwiegervater, der hasst Fisch. Und dann hat sie dementsprechend nie Fisch gemacht. Und hat aber richtig gelitten. Und dann ist man immer mal wieder glücklich, das dann doch ab und zu essen, ne? Leberkäse auf Toast mit... Boah. Mit Scheibe Käse drauf und Spiegelei. Und ich kenne das nicht auf Toast. Also ich kenne das so, Racker. Einfach Scheibe Leberkäse. Da drauf dann Röstzwiebeln. Also so angeschwitzt, so, ne? Und dazu Kartoffelbrei. Achso, und auf den Zwiebeln noch ein Spiegelei drauf. So kenne ich das. Ah, alles gut, Gunnar. Ja. Oh, einen Einkaufswagen auf der Straße. Ich habe gedacht, da geht's in eine andere Stadt. Jetzt muss ich echt mal. Guck mal, das sieht so krass aus kulissentechnisch, oder? Ein einziges Auto auf der Straße. Ah, jetzt entsteht eine Stadt. Ja, Bratkartoffeln voll geil, ne? Leberkäse ist auch Fleischkäse, Gwen, ja. So, jetzt bin ich schon wieder da. Mhm. Mein momentaner Arbeitgeber hat mich gerade angerufen. Oh. Hier ist das Jobcenter. Mhm. Hier, Arbeitsamt. Mhm. Und die sind auch glücklich, ja? Solange ich noch keinen Arbeitsvertrag habe, sind die noch nicht glücklich. Ach so, ja. Der geht es ja erstmal darum, hat mir das Bewerbungstraining gefallen, wegen meinem Arzttermin und. Ein Drum und Dran, da musst du dir was gebrochen werden. Dann gucken wir hier doch mal. Machen Luki Luki. Was haben wir jetzt? Oh, meine Arbeit habe ich gemacht. Hier sind die Trommelmagazine. Mm. Mm-mm. Chefin schon wieder auf für Porsche. Mm. Brauchen Sie Hilfe? Ja, wenn du willst. Mm. Ich will. Bei uns heißt es Racker bayerischer Leberkäse. So heißt es bei uns. Leberkäse, Zwiebeln, Spiegelei und Bratkartoffeln. Heißt bei uns bayerischer Leberkäse. Und bei dir heißt Holsteiner Art, siehst du? So. Ja, die sind ja angeschwitzt, Racker. Ich hasse auch Zwiebeln. Ich hasse rohe Zwiebeln. Ich hasse es, wenn im Salat zum Beispiel Zwiebeln drin sind. Weil ich hasse es,
auch dann zu stinken nach Zwiebeln. Ich mag diesen Geruch einfach nicht. Ich hasse es einfach. Habt ihr den schon? Ich liebe Knoblauch und ich hasse Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln. Oh ja. Aber wenn die angeschwitzt sind, ist geil. Ich hasse Knoblauch und ich liebe Zwiebeln. Wäre mir eine gute Kombination, warte. Ja, und ich, das hört sich jetzt mal komisch an, aber ich wäre das Kind von dem Ganzen. Ich mag Beete, ich mag Knoblauch und Zwiebeln. Aber habt ihr schon oder zu hören gekriegt, jetzt sind sie dabei, eine Zwiebel zu entwickeln, bei der man nicht weinen muss, ja, wenn du sie schneidest. Das nennt man süße Zwiebel. Ich hab da einen ganz anderen Tipp. Wie man, und Gwen. Wie man Zwiebeln so schneiden kann, ohne dass die Tränen laufen. Ja, angeblich hilft es ja schon, wenn du während dem Zwiebelschneiden Wasser im Mund hast. Das soll gegen das Weinen helfen. Klappt aber bei mir nicht. Ich mach mal ganz andere. Taucherbrille auf. Nee, Fenster auf. Ja. Ich hab am Fenster, das mache ich dann Spalt auf. Also nicht anklappen, sondern weit auf. Hab direkt neben dem Fenster einen Schrank zu stehen, da stelle ich mich dann hin und schneide da die Zwiebel und schon. Klingt komisch, hilft aber ohne Witz. Genau. Mir laufen seitdem beim Zwiebelschneiden nicht mehr die Tränen. Was, Wolli? Man kommt nach Hause und schaut in den Chat und das Erste, was man sieht, ist eine leicht genervte Chefin. Take it easy und smile. Boing. Was? Ich bin genervt? Wieso bin ich genervt, Wolli? Und Hallöchen. Nee, ich bin nicht genervt. Vielleicht kennst du mich schon so gut, dass du mir ansiehst, dass ich Nackenschmerzen habe. Ich höre schon wieder Dinge. Eines von den Dingen passen zu den anderen. Entschuldigung. Zwiebeln sind furchtbar. Ja, so angeschmorte Zwiebeln sind geil. So Schmorzwiebeln finde ich sau lecker. Wo eiert denn die Frau schon wieder rum hier? Bei mir streitet in der Wüste, ich glaube. Wollen wir verbreitet weg? Ist Wolli dann vielleicht der heimliche, Hemmungsfeind? Der heimliche was? Hemmungsfeind? Ist Wolli der Hemmungsfeind? Hemmungsfeind? Ja. Doch, nicht. Oh, ich bin glücklich, richtig, Way. Eigentlich bin ich gerade glücklich, ja. Wurde gerade zu toll beschenkt. Wurde gerade ganz doll beschenkt, Wolli. Von der Kate. Die hat mir ein ganz großes, tolles Paket geschickt. Mit ganz viel Tee, Wein, Spielspaß und Überraschung. Ich habe einen todsicheren Trick, wie man beim Zwiebelschneiden nicht weinen muss. Einfach nur aus der Küche gehen und Frauchen die Zwiebel schneiden lassen. Funktioniert immer zu 100%. Ich habe da nie Tränen in den Augen. Ja, Wolli. Ja. Bis die Frau dir die Zwiebel an den Kopf schmeißt, dann hast du doch Tränen in den Augen. Ich meine, Zwiebeln sind ja auch gesund, ne? Zwiebeln und Knoblauch ist eigentlich gesund. Yep. Ich habe keine Zwiebeln hier, bin in Quarantäne und du fängst jetzt von sowas an. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Jetzt hat deine Antwort gefehlt, Chevin. 3 Tage in Deutschland. Verstehen. Stream nur schon seit 3 Jahren, aber 3 Tage Deutschland. Nichts was denkt. Du weißt doch nicht, wo sie sitzt im Keller. In der Schweiz. Bei Heidi und Peter. Schweiz? Auf Malta. Na, haben die jetzt dann das Haus vom alten Öl übernommen, die beiden, oder? Ja, glaube ich schon. Oder machen sie das nur noch als Ferienresidenz, weil sie jetzt richtig abgehoben sind? Nee, also ich glaube, die haben das da gemacht mit dem. Steffen, du hast doch nochmal die Farben letztens. Du hast doch letztens Farbenkunde auf. Welche Farbe muss ich für Nitrat suchen auf der Map?
Weiß. Und weiß. Ja, schön im Schneebiom ist das geil. Doch, die siehst du auch im Schneebiom. Ein helleres Weiß, oder? Ja. Ja, ist so. Ich versuche das mal für dich zu finden und zu markieren. In der Wüste ist auch sau viel Nitrat. Warte mal, wo bist du denn? Ölschiefer. Hier. Wegpunkt speichern. Oh, was war denn das jetzt? Habe ich was geschrieben? Nee. Ja, du fährst in die richtige Richtung. Ja, genau. Und jetzt immer geradeaus. Da kommt ganz viel Nitrat. Bodensee, Olli. Vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Chefin, wo bist du denn, Mensch? Wie schaut's denn bei euch aus? Seid ihr weiter gesund oder habt ihr Symptome? Ja, wir haben Symptome, ja. Wir haben... Ich würde sagen... So eine Art... Weiß ich nicht. Nervenschmerzen, wenn man das so sagen kann. Wilde Schießerei in der Nachbarschaft. Merkst du noch was? Ja. Aber halt so ein bisschen schlapp, ein bisschen laufende Nase. Und das... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist so, als wenn du ab und zu so kleine Nadelstiche am ganzen Körper hast. Das aber laut Gesundheit, das nennt man Akupunktur. Laut selbstgemachtem Selbsttest bin ich negativ. Der Jens auch. Und die Maya auch. Aber da stimmt irgendwas ja da nicht. Also entweder sind wir so gut geboostert, dass selbst der Test negativ ausfällt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat sich der Test auch gesagt, ich muss jetzt so viel Positives im Leben, jetzt muss mal was Negatives her. Ja. Hat Tom, macht ihr mit Tom auch täglich noch einen Test, oder? Wir warten eigentlich aufs Gesundheitsamt, weil die Schule normalerweise dem Gesundheitsamt Bescheid gibt und dann geben die uns Bescheid, wann wir kommen können, aber von denen kommt noch nichts. Also gestern hat er keinen Test gemacht. Wie viele Tests hat er jetzt schon gemacht? Weil es gibt ja auch den Falschtest. 3. Und alle 3 positiv? Ja. Und ihm ging es halt auch wirklich, auch gestern, also man merkt richtig, der baut halt immer zum Abend hin so ein bisschen ab. Er hat halt nur Schnupfen, aber irgendwie, weiß ich nicht, er baut immer zum Abend hin dann so ein bisschen ab. Also eigentlich kommt es einem vor, wie Grippe, aber auch nicht Grippe. Also du bist ja fit im Kopf. Nur dein Körper ist nicht fit. Und bei Grippe ist ja normalerweise bist du ja kaputt. Auch im Kopf bist du ja nicht fit. Aber man ist fit, aber der Körper ist es nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Also der Tom macht den Pool-Test, Kettenluder, ja. Normal gesagt, irgendwie, er ist es, aber dann irgendwie nun doch nicht. Danke, Gunnar. Ja, wir warten halt, wie gesagt, auf, aufs Gesundheitsamt, dass er halt getestet wird. Also so richtig getestet halt, ne? Chefin Symptome? Nee, 3 Arme und am Rücken noch ein kleines Auge, was nach hinten guckt. Nö, Chefin ist noch so wie immer. Ja, hab ich versteckt, Wolli. Das 3. Auge, das habe ich versteckt. Du willst nicht wissen, wo das ist. Oh Gott.
Kommt auf die Tests drauf an. Bei einem Arbeitskollegen war das auch so. Dreimal den Stäbchen-Nasentest gemacht und dreimal negativ. Und bei zweimal Lutschtest war er zweimal positiv. Beim PCR haben sie dann Corona-Omikron positiv getestet. Ja, das glaube ich halt auch, Wolli, dass das halt das neue Virus ist. Weil bei dem neuen Virus hat ja nichts mehr mit Schmecken und sowas zu tun, sondern das ist ja dann wie eine Erkältung. Und ich habe das halt ab und zu, ich merke das auch jetzt, während ich hier bei euch sitze, das schlägt innerhalb von einer Sekunde um und ich denke, innerlich bin ich, also verbrenne ich, aber nur im Brustbereich. Aber ihr seht ja, ich sitze ja hier, also. Aber es ist wie, das sind wie, weiß ich nicht. Das ist ganz komisch. Ich kann es euch ja nicht beschreiben, das ist ja... Sind die neuen Schmetterlinge, du verliebst dich. Oh Gott. Wer will denn sowas? So kam das gerade um. Ja, oh krass, Ding. Matze. Ja, Gunnar. Ist normal, ja. Zum Abend hin ist es eigentlich normal, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so, Gwen. Also zuerst machst du einen Schnelltest und danach kannst du einen PCR-Test machen. Ich hab noch nicht mal einen Schnelltest zu Hause. Doch, wir schon immer. Ja, das wundert mich halt, Anja. Also die einzige Möglichkeit, die ich halt jetzt habe, ist, dass halt Toms Klasse ist ja durchweg, also die komplette Klasse hat ja Corona und das sind dann halt so viele Kinder. Und nicht nur in der Klasse und in der Stadt, sondern halt überall, dass sie halt gerade, glaube ich, einfach überfordert sind. Was mich aber wieder wundert, ist, wenn jetzt die Klasse, da holen doch aber die ganzen Zahlen nicht hin, weil die Zahlen gehen ja eigentlich momentan nicht gerade steil nach oben. Ja, und das ist es auch wieder, stolzer Opa. Wieso kann ich nicht einen PCR-Test überall machen lassen? Ich muss jetzt also auf das Gesundheitsamt warten, damit die mich in die nächstgrößere Stadt schicken. Dabei kann man bei uns auch PCR-Tests machen. Das ist ja die Sinnlosigkeit. Und dass die überfordert sind, weil alle dahin müssen. Dabei, warum müssen wir alle dahin, zentral, wo hier auch schon überall Stellen sind, wo du es machen lassen kannst. Also es ist hirnrissig. Ja, ein Schnelltest ist eigentlich gar nicht so unzuverlässig, aber vielleicht durch die verschiedenen Mutationen, weißt du? Wait. Ja, ohne Termin darf ich da ja erst gar nicht hingehen. Da schicken die mich ja wieder nach Hause. Die haben nämlich geschrieben, man darf da nicht einfach so hingehen. Unbedingt Termin vorher vereinbaren. Aber eigentlich müsste ich es machen, ja. Das war jetzt lustig, du schießt da oben rum und ich sehe einen Zombie bloß in deine Richtung rennen. Alles gut, Gunnar. Wo ist denn der Pappsack? Der Bobsack. Komm her, Specki. Komm zu mir. Kriege ich ein schönes Buch? Jo. Was heißt schön? Gibt schönere Dinge, aber... Wir sind ja nicht... Wählerisch. Steffi, wenn du das sagst, musst du aber den kleinen Finger runternehmen, ne? Ja.
Habe ich. Sehr schön. Ich kann nur noch mal den Tipp geben. Und wieder knapp 300 Messing für den guten Paddel. I think I speak. Genau, Lina. Wo bist du, Bertram? Da, komm mal her, Bertram. Komm mal her. Schön, mein Herzchen. Bin ich auch, Way. Weißt du, was das Krasse ist? Also da muss ich wirklich auch uns allen auf die Schultern klopfen. Guck mal, wie lange wir schon das Thema C haben. Seit Anfang 2020, richtig? Ja, Ende 2019 kannst du eigentlich schon sagen. Ende 2019, genau. Und ich bin jetzt erst mit dem Thema konfrontiert. Und ich bin zwar auch jemand, der ich dann gesagt hat, dann gehe ich lieber nicht weg oder weniger weg. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich völlig isoliert war. Und guck mal, wie lange ich mich schützen konnte. Und wenn ich jetzt nicht Kinder hätte, die eben durch das Schulsystem in die Schule müssen und da auch nicht wirklich Schutz besteht, rein C-technisch, wäre ich immer noch nicht mit dem Thema konfrontiert. Also aber ist trotzdem schon. Trotzdem hast du verloren, du bist raus. Ich bin raus. Raus! Ich bin raus! Ich hab verloren! Der hat sich gerade angehört, reich mit dem Fischro. Aber ich sag dir, oder ich sag euch beten, geht hier was kaputt, pfeift der Fuchs. Was, Chefin, ich nachdenke, das ist das Beste. Bekomme jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag Kopfschmerzen. Hier wird rumgeweint, dass man nicht für jeden Scheiß PCR-Test ja, Mann. Machen soll, weil die Labore überlastet sind. Und auf der anderen Seite kommt auch Korea jeden zweiten Tag ein ganzer Container mit PCR-Tests in Deutschland gemacht werden müssen, weil die in Korea überfordert sind. Oh, nein, Wolli! Ah, das ist ja der Knaller. Das ist ja der Knaller. Und das kriegst du nicht mit, ne? Noch alle klar. Krass. So, ich fahr mal ein Stück weiter, dann kann ich das nächste Gebäude looten. Metal Medi, ei gute wie, wo machst du nie? Genau, du auch gewinnen, ne? Guck mal, wie krass. Autsch. Bärbel, heil mich. Danke. Bärbel hat keinen Bock. Ey, Glut, du musst mit deiner Bärbel nochmal sprechen. Also mein Bärdram ist ein bisschen schneller. Ja, das bin ich gewohnt. Du hast ja auch das neuere Modell. Richtig. Ein Herz für Bärbel. Sie kann ja auch nichts für ihre Verwirrtheit. Guck mal, du musst die ganze Zeit so sieht's auch, Lina. Mit der Chefin mitfliegen. Die Drohne hat auch schon ihn weg. Ja. Ich stelle mir gerade so vor, wie die Drohne so mit sich selber schnackt. Ich habe einfach keinen Bock mehr, gell? Ist permanent dasselbe, Mann. Ey, permanent, nicht? Ich konnte nicht mehr. Wie oft die Drohne jetzt schon die Chefin heilen musste, da ist auch irgendwann ein Ablaufdatum. Ja. Oder du musst mal mit ihr sprechen, dass sie ihr ein bisschen mehr zahlt. Eine Gehaltserhöhung oder so. Ja. Ich glaube, ich muss die auch mal ganz lieb. Nimm sie mal in die Arme, genau. Ja, ganz lieb in die Arme nehmen mal, ja. Ach, da war der Krischi schon drin, ha? Huh? Hast du schon eine Cash? Ja. Was ist der Cash? Kirche. Kirche. Ach so, ja. Es war hessisch. Ich hab den Zombies schon die Beichte abgenommen. Ah, okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab gesagt, aufstehen. Brewery Hardware. Hardware ist doch immer gut.
Marky Flower, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Neues Thema, Gunnar, neues Thema. Hast du gerade... Hast du gesehen, was die Kate mir geschickt hatte? Hast du das gesehen? Neues Thema, die Bundesliga ist auch ganz schön langweilig geworden, jetzt wo Dortmund noch gestrauchelt hat. Geben sie aber alle keine Mühe. Also bin ich auch froh, dass ich nicht mit der deutschen Bundesliga am Hut habe. Das ist ja wieder so ein gefährliches Thema, Pott. Aber jetzt machen wir wirklich mal ein komplett anderes Thema. Wenn alle Kräne auf der Welt gleichzeitig umfallen, wer stellt die wieder auf? Was, Kräne? Mhm. Der es kann. Ja, wer kann denn aber? Versuchen wir so einen großen Baukran aufzustellen. Ja, wird einfach auseinandergenommen und neu zusammengesetzt. Nee, weil ich frage nach, Gunnar, weil das eben gerade erst war, kurz bevor du reingekommen bist. Deswegen dachte ich, du warst schon im Lör gewesen, hast vielleicht gesehen. Deswegen frage ich. Einen Moment kurz, bin gleich wieder da. Deswegen frage ich. Du bist Bombe, Gwen, da sagst du was. So, mal gucken, wo ich langwatschen muss hier. Folge dem Licht. Arschgeweih. Ja, ihr wisst ja, Arschgeweih ist wieder innen, gell? Wer kann mir gute Musik empfehlen? Vielen herzlichen Dank, Navisam. Vielen, vielen Dank. So, mein Essen kommt gerade. Geil, was hast du denn bestellt? Einmal mit Carbonara und einmal, also bei uns heißt es türkische Pizza. Okay. Ist dann einfach so eine Dönerrolle quasi. Dürüm. Ja, bei anderen heißt es Dürüm, bei uns heißt es einfach nur türkische Pizza, das Ding. Bei uns heißt es Lamacun. Aber Lamacun ist wieder was anderes wie Dürüm, ne? Ja, klar. Lamacun ist ja auch ein Pizzateig mit Tomatensauce drauf. Und dann gibt es ja in verschiedenen Belegen. Und Dürüm ist ja rein nur Fladenbrot und gewickelt mit Dönerfleisch. Und, ich glaube, ich habe das mal gegoogelt, weil ich nur Lamacun kannte. Und ich glaube, Dürüm ist mehr wie Pizza. Und Lamacun ist, glaube ich, mit weniger Tomate. Oh, ich krieg das gar nicht mehr gebacken. Also ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist einfach... Die türkische Pizza ist... Also so kann ich das jetzt... Du her! Das ist halt so ein ganz dünner Teig quasi. Also so ein runder. Also ist fast wie so eine Pizza. Und da kannst du dann halt je nach Wunsch mit Salat, ohne Salat... Ja. Und so weiter. Und ich bin halt nicht so der Salatfreund und bestell dann immer halt rein mit Fleisch drauf. Geil. Geil. Ja, ist der Vorteil, wenn man einen Bekannten hat, der als Lieferant wo arbeitet, ne? Da hat man dann einen klitzekleinen Vorteil. Wo bist ich kann das dir leider nicht alles zeigen, Gunnar, was die Kate mir geschickt hat. Sie hat mir aber ganz viel... Von dem Tee hier geschickt, von dem Wintertee, Apfelzimt, ganz viele Flaschen Wein, auch noch mein Lieblingswein. Und
Die Kinder haben noch Tassen bekommen. Von ihrem Lieblings-Superheld. Blaubeermuffins. Lammertschuhn ist nur der Teil mit der Hackfleischsoße. Mehr kommt da nicht drauf. Dann wird nur so gegessen. Ah, okay, Roadblock. MC Chicken Wraps. Wenn dann bitte Deutsch, so wie es auch mit unten im Titel steht. Ich verstehe jetzt leider nicht, was du geschrieben hast. Tut mir leid. Türkisch Pizza hat auf dem Teig eine Soße mit Hackfleisch. Und beim Dürüm ist es nur der Teig. Ach, krass. Und hallo, Broke. Herzlich willkommen. Warst du jetzt schon beim Repair Shop drin, Chefin? Der hier vorne ist? Nee. Ich war in der Hardware. Alles klar, dann fahr ich zum Repair Shop. Ich glaub, meine Drohne hat sich irgendwo festgebacken. Die folgt mir gerade gar nicht, oder? Was haben wir denn hier noch? Ah. Bertram! Bertram! Hörst du bitte mal auf Papi? Juhu! Ja, kann ja mal passieren, dass sie sich festbackt. Das ist ja auch mal. Ist ja auch lustig. Ist ja menschlich. Ist ja menschlich, ja. Broke, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! Liebe Chefin, ich verabschiede mich mal. Habt noch viel Spaß und lass dich nicht ärgern. Oh, ich mag dich. Dankeschön, Way. Dann wünsche ich dir auch einen wunderschönen Tag. Lass dich auch nicht ärgern. Pass auf dich auf. Und bis spätestens Montag. Mach's gut. Tschüssi. Guten Tag. Was ist hier drüben? Komm her. Komm. Oh, nee, das kann ich nicht kaputt machen. Komm her, mein Hasi. Komm her. Papa ist ja da. Redest du nur mit der Chefin oder mit der Drohne? Mit der Drohne natürlich. Ach so. Ach du Scheiße, wir haben die 3000 Follower geknackt. Glückwunsch. Ja, Mann. Und Brock ist der 3000. Follower. Auch herzlichen Glückwunsch an dich. Mega. Okay. Okay, Party People in the House. Party People in the House. Oh mein Gott. Ja, Mann. Und jetzt gleich so 10D-Follows. Nicole, hallöchen, wie geht's dir? Wie läuft der Umzug? Bist du fertig? Ja, Mann, Asmodis, Prost! Ja, Mann, ein Prost in die Runde. Klong. Jetzt bräuchte ich das Partylied. Nicht vorbereitet, die Chefin. Juhu. Hab auch nicht gedacht, dass das passiert, verstehst du? Ich bin so ein ganz spontaner Typ. Sind alles meine Groupies, die mich schauen wollen. Futtenjub, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Wenn du mal lachen willst. Oha. Alter. Danke schön. Ich guck einfach in den Spiegel. Wenn ich lachen will, ich guck einfach in den Spiegel und dann lache ich. Ja. Es lieber vorher wissen, bevor man es gar nicht weiß. So sieht's aus, Wolli. Ja. Ja, Mann. Und D-Max, Prost. Oh, da liegt ja Munition, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, da müssen wir ja jetzt feiern, ne? Warte mal. Da muss ich ja jetzt kurz unser Lied anmachen. Wo ist es? Wo ist es? Ah, hier. Unser Lieden hat es aber nicht gekriegt. Ja, ja.
Jawohl. Achtung, jetzt wird kurz abgefeiert, Leute. Ist aber nicht das hier vom Nein, Paddel, jetzt kommt natürlich Techno-Lied hier. In a Barbie World. Nee, das komische Techno-Lied, also da mal spielen. Hört ihr, das ist ziemlich leise, gell? Das ist zu leise, das Lied. Junge Dame, hier wird nicht gerannt. Das ist immer noch ein Betrieb. Also, nee. Huch. Das ist doch vom Party für vom Gas. Partybus, ja klar. Gunnar Prost. Bin zumindest mal im neuen Zuhause. Das ist doch schon mal was, Nicole. Ist wahrscheinlich noch viel zu tun, oder? Ja, hier habe ich alles jetzt gelootet. Aua. Ah. Oh, mit dem Fingernagel. Ah, verdammt. Oh, wie. Wie Sie sehen, hören Sie nichts. Paddelherz, wieso hört es denn der Paddel? Paddel hat ich habe einfach nochmal den Stream lauter gemacht. Ja, die Musik ist sehr leise. Ja, ist ja auch egal. War ja nur kurz lustig für mich. Für mich? Ja, weil hier gibt's es nicht. ihr followt mir alle da, darüber dürft ihr euch freuen, die Musik ist für mich. Weil der Paddel gute Ohren hat. Ist es das auch vielleicht? Ah, jetzt ist laut! Du Partybus! Hört ihr's? Jetzt hört ihr's, ne? Das ist der Partybus! Ja, Mann! Von Gas Station! Okay, genug gefeiert. Geil! Herr Scholz, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! Huh. Paddel hört es, da er die Kabel direkt am Hörgerät angeschlossen hat. wieder mit dem Feuer gespielt. Die Ansicht, wenn du runterscrollst, stolzer Opa, ich glaube, die wird später aktualisiert, soweit ich weiß. Ich sehe immer die aktuelle Anzahl und die ist anders wie die unten erstmal steht. Ich weiß, ist doof gemacht, aber was soll ich sagen? So, wir haben Tag 49 und der ist rot. Das bedeutet, wir kriegen uns gleich tot. Richtig. In der Regel ist er immer voll. Soll ich noch mal kurz? Ja, wir machen noch mal kurz. Achtung! Okay, party people in the house. Ich hab gedacht, du hast dieses 7- oder 10-Minuten-Lied hier, was du von. Nee. Wollten. Komm gar nicht auf den Namen. Wäre jetzt fast in dem Ding gegangen, was man unten an der Beine anhat. Dankeschön, Grüße zurück an Gwens Papa. Ja, mal sehr gut, Chance. Such die Alarm. Es dauert, bis die Schwungmasse bereit ist zum Tanzen. Na ja, mein Kleiner. Jetzt haben wir es auch vergessen. Das konnte ich schon. Kneipenschläger. Der 7. Flur. Macht alle den Partybus! Paddel, heil dich mal ein bisschen. Mach den Partybus! Der 7. unbewaffnete Schlag innerhalb kurzer Zeit verursacht. Ich kann es auch nur mit rechts.
Alex, komm, tanz mit rechts. Oder auch mit links. Wo, je nachdem, wo du keine Schmerzen hast. Zement hattest du da auch mal noch, ne? Ja. Oh, dankeschön, Gunnar. Ganz, ganz herzliche Glückwünsche zu deinen 3K-Followern. Gönnung. Mega Zockersucht, die jammern. Und vor allen Dingen, das Schöne ist, dass wir alle ein großer Teil sind. Eine große Familie. Ich tanze nicht, sonst ruf noch einen Arzt wegen epileptischem Anfall. Ja, ich hab, sehr gut, wie du gerade vorgelesen hast, ich habe letztens auf Instagram so ein Video gesehen, wie zwei Mädels versucht haben zu tanzen. Ich habe bloß gefragt, ob das Ganzkörper-Tourette ist oder ob du tanzen kannst. Das sah zu komisch aus. Gott. Gun and Fun hast du ausgelassen, Chefin? Was habe ich ausgelassen? Den Gun and Fun hast du ausgelassen? Ja. Da bin ich jetzt aber enttäuscht von dir. Ja, ich bin schon wieder fast voll, weißt du? Ja, dann hör auf, so viel Alkohol zu trinken. Ja. Mann. Da trinkt die Chefin nur wieder Alkohol und schon ist sie voll. So ist es. Und Krischi, der Bab, sagt, er darf wieder alles einsammeln. Ja, du bist schuld. Double Shoot. Alpha. Das kann ich sogar mit meinem steifen Nacken. Utz. So, Lied ist gleich vorbei. Entschuldigung. Wenn man dir mein Kirschkernkissen auf dem Rücken oder auf dem Hals legen. Ja. Wärme tut ja sowas lösen. Oh, das war's. So. Ja, Mann! Ja, das hätte ich mal damals in der Schule wissen sollen. Vielleicht hätte Wärme dann auch meine Matheaufgaben gelöst. Vielleicht. Dann weiß nie, ne? Ja, ja. Versuch das mal jetzt doch mal bei deinen Kindern, Chefin. Gucken, ob Wärme dann die Matheaufgaben löst für die Kiddies. Ja. Wir fallen die ganze Nacht genau bald raus. Also, weißt Bescheid, jetzt hast du die A-Karte, Chefin. 24 Stunden Stream, ne? Ja. Ziehen wir gleich durch bis morgen. Oh Gott. Packen wir mal da noch mit rein. Jetzt juckt mir der Rücken. Mit einem steifen Tassen. Alex, ey. Hilfe! Mistding. Wird durchgezogen. Zwei Motorwerkzeugteile. Ich weiß, es ist nicht viel, aber. Der Zille wählt. Der Wille zählt, mein Dick. Was, ich habe Zeit für einen 24-Stunden-Stream? Nee. Ich habe im Moment noch Glück, dass der Jens noch nicht raus muss. Bei dem geht's ja auch bald wieder los. Also eigentlich wäre es schon längst wieder losgegangen, aber dann kam auch als irgendwas dazwischen. Das ist ein Sommerarbeiter. Nee, aber dass halt wieder Kundentermine angenommen werden. Was, Jens ja, im Dirndl? Ich habe ja eine große Vorstellungskraft, aber Jens im Dirndl, na. Ich habe auch eine Menge Fantasie.
Wir wollen dem Jens seine Wadeln sehen. Ist hier irgendjemand gelernter Koch oder Bäcker? Vor allem mein Kopf. Weil das ist eine sehr gute Frage und die hätte ich dir mal beantworten können, wie ein Käsekuchen nicht zusammenfällt. Auf jeden Fall darfst du nicht frühzeitig Alex den Ofen aufmachen. Dann fällt er nämlich zusammen. Und das hast du jetzt wahrscheinlich gemacht, ne? Könnte ich sein, dass du den Ofen aufgemacht hast? Jetzt nicht, weil ich das letzte Mal im Leben gebacken habe. Hashtag ohne Hose. Was bloß kein 24-Stunden-Stream, sonst werde ich noch arm bei den ganzen Erschreckern. Racker. Ja, Racker, dann musst du einen Kredit beantragen. Ja, könntest du das so machen. Ja, nach genau, sehr gut. Ein Erschrecker hast du einen Erschrecker gratis. Das ist nur eine Stempelkarte, sagst du, ja? Ihr habt sofort mit Dönerladen, da kriegt nur für jeden 10. Döner einen frei. Ja. Ich stell mir gerade vor, wie Chef dann da immer sitzt mit so einem Stempel. Okay. Will Waden sehen? Nein, es will keiner Waden sehen. Will was doch, Jens, sehen? Schick sie mir privat, ja, bitte, danke. Er soll sie mir bitte privat Prost. Schicken, Chefin. Privat bitte an Krischi. Was? Ich du will Waden sehen. Du sollst deine Wade dem Krischi schicken. Kann ich machen. Der schläft die ganze Nacht nicht. Oh je. Das sind doch nur Hühnerstelzen. Gerd Müller. Ja, wenn er nur noch Gerd Müller kennt, ihr jungen Leute. Gerd Müller? Ja. Ich bin na, so jung bin ich nicht mit Mitte 30. Jens, wir können ja mal Wartenvergleich machen. Na, das ist ja fiese. Ich habe ja Fußballer waren, obwohl ich nie Fußball gespielt habe. Ich hab 18 Jahre Fußball gespielt. Ah, Lina, sehr gut. Noch mein Gewicht dazu, also ich habe große Waden. Ich will Waden sehen. Gleich ist Blutmond, ja. Ja, ich komme auch kleiner aus. Ich baue jetzt hier bloß gerade noch ein bisschen Ölschiefer ab, dass wir nochmal ein bisschen Benzin machen können, auch wenn wir hier noch haben. Diese Scheune, die ihr vor uns gemacht habt, hier. Die Scheune kennst du ja von meinem allerersten Haus. Die habe ich jetzt als Händleraufgabe. Ja, weil. Oh. Ich liebe die Scheune. Viel Zement. Benzin hat man nie genug, nee. Jens, alte Waden. Wer dran? Aber auf. Jetzt kommst du an, du Demiager, ja? Ich hole den immer aus dem Tiefkühler, lasse den einen Tag lang auftauen. Haha, lol, Sekuchan. Inzwischen, wie Jens damals Steffen imponiert hat, der hat sein Bein auf den Tisch gestellt und sagt, kaum mal meine Waden an. Ja. Ich glaube, ich weiß, was Paddel eigentlich sagen wollte. Der hat die Beine hochgestellt und hat gesagt, kick dir mal die Streichhölzer an. Nee, du hast falsch. Ja, Paddel. Ja. Weißt du nicht, ich kenne doch seine Waden nicht. Nein. Ja, sein darf hier die. Späßchen. Ja, also früher waren sie toll, weil er war Fußballer. Und Fußballerwadeln sind schon geil. Na, aber du hast eigentlich auch, sagen wir mal, in der Hinsicht Glück, wenn du, viel am Laufen bist. Dadurch habe ich ja eigentlich die Fußballerwaden, dass, wenn du viel am Laufen bist und alle, du, die Dinger machen sich einfach. Aha. Ja, so 1900, verstehst du. Ja. Da ist gerade einfach so ein Zombie umgefallen. Das kannst du auch machen, Alex. Backpapier auf den Kuchen legen. Mache ich auch manchmal. Aber erst zum Ende, wenn ich weiß, der ist oben schon gut, aber in der Mitte noch nicht. Dann kannst du das machen. Ja, klar. Mache ich auch. Kann einer von euch diese Lichtmod für das Motorrad machen? Also, dass der ein bisschen heller leuchtet dann? Ja, ja. Ausweichen! Aber davon haben wir doch zig Millionen im Bücher ging's da. Von dem Bau. Käsekuchen im ausgeschalteten und geschlossenen Ofen auskühlen lassen. Am besten über Nacht. Gelingt immer zu 100%.
Hab da ein schön altschlesisches Rezept von meiner Oma. Das erinnert mich aber auch daran, Wolli, dass ich das auch teilweise schon so gesehen und gekannt habe. Ja. Heißt aber, du musst dann abends backen und wenn du dann ins Bett gehst und am nächsten Tag ist es dann fertig, ne? Kann ich nicht. Abends backen? Ich kann nichts. Wenn ich was backe, dann kriege ich Hunger drauf. Wenn ich Hunger drauf kriege, kann ich das nicht über Nacht dann irgendwo da liegen lassen. Ach so. Nö, das kann ich. Habt ihr gewusst, erzähl zu Ende, Paddel? Entschuldigung. Nö, mach vorne, mach mal. Gute Eltern lassen ja die Kinder die Rührstäbe ablecken, ne? Mhm. Großartige Eltern schalten sogar vorher den Mixer aus. Ich durfte damals die ganzen Töpfe auslecken. Oh ja. Ja, Mutti hat dann auch immer gesagt, erst hat sie diese Dinger vom Mixer da halt, ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt. Erst die und dann hat sie gesagt, na, Schüssel, und dann sag ich, her damit! Ach, aber wo drauf ich auch mal wieder Bock hätte, wäre so Knüppelteig. Oder Stockbrot, Brotstock? Ja, Knüppelteig. Oh, Stockbrot. Oh. Schön so den Teig ran an den Stock, einfach über das Lagerfeuer. Oh. Ich glaube, ich gehe wieder in den Kindergarten. Kommt ihr da mit? Oh, wenn ich nicht mehr in die Schule muss, gehe ich mit. Wir gehen nur in den Kindergarten. Den ganzen Tag spielen. Wir waren ja viele Jahre, waren wir immer Pfingsten, waren wir immer zelten. In einer schönen Truppe. 8, 9 Leute. Da haben wir auch mal Stockbrot. Das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Zelten gehen. Bären. Doch, Stockbrot gibt's noch. Nee, Stockbrot, aber nicht zelten gehen. Nee. Doch, gibt's auch noch. Ja, die meisten haben aber Angst, dass er dann endet wie bei Freddy oder Jason. Ja. Nein, ich mag nicht campen, nein. In der Physiotherapie wurde ich gefragt, ob ich exzessiver Fahrradfahrer bin, wegen meiner Waden. Bei durchschnittlich 15 Kilo zu Fuß jeden Tag, da kommt das von alleine, ja. Krass, Racker. Bei mir kam es halt sehr dolle auch